Also, wir haben hier Cabi, eine Mischung aus französischer Bulldogge mit irgendwas, muss man ehrlich sagen. Wir wissen es nicht. Er ist im Jahr 2018 auf die Welt gekommen, hat ein bisschen Pech gehabt, hat sich dementsprechend den Hinterlauf gebrochen, musste operativ behandelt werden. Dabei wurde festgestellt, dass auf der rechten Seite, also auch der Femurkopf im Hüftgelenk, operiert werden musste, also teilweise entfernt werden musste. Und insofern ein junger, freundlicher Hund, der aber jetzt wieder durch entsprechendes Lauftraining, gleichmäßig ruhiges Lauftraining, muskelmäßig aufgebaut werden muss, damit das Muskelgewebe die Stützfunktion des Knochens übernehmen kann. Insofern kein Problem, sicherlich kein Hund für die Perspektive zur extremen Sportbelastung, aber für die normale, auch durchaus bewegungsfreudige Familie geeignet. Und alles, was er bis jetzt zeigt, freundliches Wesen, erstmal etwas zurückhaltend, aber keinerlei Ansätze für aggressives Verhalten, denke ich auch für einen völlig problemlosen Familienhund, wenn man die ersten Tage einfach ein bisschen ruhig angehen lässt.